Herzlich willkommen zurück zu Brigitte Blocksberg und Chaos in der Hexenschule. Brigitte und ihre Tante Amanda und Flowey Powie und Schubia sind zur Kirmes und Brigitte hat aus Versehen ihre Tante ins Kindesalter zurückgehext. Warum macht sie sowas, fragen wir uns. Weil sie es kann, ist die Antwort. Und jetzt gehen wir auf die Kirmes. Achso, die Karten. Hallo? Das macht 4,20. Nee, ich habe Freikarten. Kann aber nicht bezahlen. Nee. Ein Glück, dass wir die Freikarten gefunden haben. Ja. Tante Amanda mag nicht bezahlen. Da super. Mit den Freikarten können wir umsonst auf die Kirmes. Gehört da nicht eine von Schubia? So, bitteschön. Ich bräuchte eigentlich vier. Vielen Dank. Weil Schubia hat ja jetzt keine Freikarte, hässlich. Oder? Den mag ich nicht anstecken. Was wäre es hässlich? Ich tue ihn lieber in meinen Beutel. Ach so, die Marke. Aber verliert den Anstecker nicht. Denn wenn ihr die Kirmes verlasst und später wiederkommt, braucht ihr ihn zum Vorzeigen. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt kann ich mir endlich Zuckerwatte kaufen. Tschüss. Kenne ich Tante Amanda gar nicht. Okay, und weg ist sie. Schwupps und weg. Naja gut, dann gehen wir auch mal hinein ins Vergnügen. Aber toll sieht die Kirmes schon aus. Ja, ja. Heute ist die Ansprache des Bürgermeisters übrigens. Bürgermeisterlein. Ne? Oder Bürgermeisterchen? Was sagt Kolumne immer? Guck Bürgermeisterchen. Mal, Paui. Wir kommen gerade richtig zur Bürgermeisteransprache. Oh, eine Rede? Ja, eine Rede, Flowey Powie. Flowey Powie ist schon ein bisschen lieb. Sie ist so ein bisschen treu doof. So, sie ist so schon lieb und so. Aber ein bisschen, ne? So ein bisschen doof ist sie schon, aber sind wir das nicht alle? Na, jetzt könnte er eigentlich mal anfangen. Er könnte eigentlich mal anfangen, ja. Na, jetzt könnte er eigentlich mal anfangen. Los, Herr Bürgermeister. Ah, es beginnt. Liebe Neustädter Bürger und Bürgerinnen, ich freue mich sehr, dass ich heute zu diesem festlichen Anlass der Eröffnung unserer schönen Neustädter Kirmes zu Ihnen sprechen darf. Als Bürgermeister tue ich alles Erdenkliche für unser schönes Städtchen Neustadt. Und es ist nicht gelogen, wenn ich behaupte, dass ich in der Angelegenheit städtisches Schwimmbad einen großen Sieg für Neustadt errungen habe. Ihr Neustädter sollt eine Wasserrutsche bekommen. Oh, die Menge tobt. War's das, Bürgermeisterleinchen? Geil auch, ne, dass anscheinend eine Menge. Also hier, die haben ja gerade applaudiert, weil sie eine Wasserrutsche bekommen. Und stellt euch das jetzt mal im echten Leben vor. Das ist eine Ansprache vom Bürgermeister, ja, auf einem Podest. Und hier drüben steht so eine Menge von Leuten, die diese Ansprache lauschen. Und daneben steht Flowey Powie und Brigitte Blocksberg ohne Schuhe, aber mit Socken, einfach so daneben und sie gucken blöd. Ich stelle mir das im echten Leben so geil vor. Aber okay. Die Jungen sind aber mickrig. Mit meinem Heckspruch werde ich sie richtig schön blühen lassen. Ene, Mene, Sonnenschein, Plauderkraut und Höllenpein, Wahrheit, Klarheit, flieg herbei, treibe aus die Lügerei. Heck, heck! Ja, liebe Neustädter, wissen Sie eigentlich, wie oft ich heute schon gelogen habe? Ich kann es gar nicht zählen! So kenne ich den Bürgermeister gar nicht. Oh, die Tante Was ist Amanda denn hat... dem los? Ja, die falschen Sprüche. Ich weiß nicht. Aber schau mal die Blumen. Gar nichts passiert. Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Ihr habt die falschen Sprüche bekommen. Was Sie vielleicht schon immer ahnten, heute spreche ich es aus. Ich lüge ständig. Ach komm, wir gehen weiter. Was ist das für ein geiles Spiel? Das hat sich ja komisch angehört, findest du nicht, Bibi? Ja, der Spruch war schon komisch, dass euch das beim Sagen gar nicht aufgefallen ist. Dass das vielleicht nichts mit Pflanzen zu tun hat? Was ist denn das hier? Das sieht ja interessant aus. Es ist ein Laden. Ein Geschicklichkeitsspiel. Ach so. Möchtest du mitspielen? Da liegen wir lauter... Haben tolle Gewinne. Leuchtkäferchen und vieles mehr. Gern. Sieht aber ganz schön schwierig aus. Was?
Was sieht denn daran schwierig aus? Da liegen zwei Kisten Äpfel. Und da oben ist ein Hund und eine Katze. Sind die echt? Achso. Ich dachte, die gibt's auch zu gewinnen. Okay, und das ist und hier liegen lauter angebissene Äpfel. Okay, ich will spielen. Du musst die Äpfel ordentlich stapeln. Zuerst die ganz großen, dann die großen und zu oberst die winzig kleinen. Okay. Wenn du es schaffst, kannst du tolle Preise gewinnen. Tolle Preise. Viel Glück und viel Spaß. Ich stapel die Äpfel von unten nach oben und gewinne tolle Preise. Gut. Hallo? Sieht ziemlich knifflig aus. Nein. Na siehst du, geht doch. Sieht nicht so knifflig aus. Siehst du, Flaui Paui? Geht ganz einfach. Hä? Toll, Bibi! Ach nein, auch nicht richtig. Das ist zu klein. Das sind die kleinen Äpfelchen. Die gehören ganz oben auf. Das ist doch kein kleines Äpfelchen. Was ist los mit dir, Mann? Nein. Das ist auch nicht richtig. Der ist zu klein. Hä? Ja, warum hiebst du denn nicht? Hä, warum hält denn das nicht? Ich glaube, ich hab den Bogen langsam raus. Okay. Das machst du spitze, Bibi. Ja. Das machst du ganz prima. Ganz immer prima. Mit der nicht wackeln, Bibi. Bibi, nicht wackeln. Was? Das machst du ganz prima. Ganz immer mit der Ruhe. Das machst du spitze, Bibi. Gleich habe ich's geschafft, Flaui Paui. Aber wenn sie wackeln, muss ich... Nicht wackeln, Bibi. Juhu, geschafft. Boah, ich bin so mega gut. Gut gemacht. Hier sind die Preise. Wow. Was möchtest du haben? Was meinst du, Flaui Paui? Ich weiß nicht, was wollen wir denn haben? Die Puppe? Die Glühwürmchen? Ich will die Glühwürmchen, oder? Will ich die Puppe? Ach, wenn ich nur wüsste, was ich will. Ich will die Katze. Ja, die kriege ich nicht. Ich will den Hund. Nein, ich nehme die Glühwürmchen. Ich finde Leuchtkäferchen richtig niedlich. Aber ich an deiner Stelle würde die Puppe nehmen. Flaui Paui will die Puppe. Ich nehme die Leuchtkäferchen. Die finde ich niedlicher. Brigitte findet Leuchtkäferchen niedlicher als Puppen. Das sagt alles über ihren Charakter aus. Gott, die kann sprechen? Was? Nee, 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 nee und Okay. Alt klar. Wir gehen mal auf wieder. Wiedersehen. Vielleicht können wir die Puppe weiter. Ja auch noch gewinnen. Vielen Dank nochmal. War mir ein Vergnügen. Tschüss, Herr Apfelspielmann. Ah, da hinten war die... Da ist wieder der Bei Bürgermeister. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen meine letzte Lüge beichten. Liebe Neustädter, Sie bekommen die Wasserrutsche natürlich nicht. Ich habe das Geld anderweitig verplant. Oha. Hilfe! Hörst du das, Bibi? Hilfe! Hier schreit irgendwer. Der Bürgermeister ist geil. Aber von hier kommt es nicht. Nein, von hier kommt es nicht, aber da schreit jemand. Da hinten. Jetzt gehen wir weiter, Bibi. Nein, wir gehen dahin, wo der Herr geschrien hat. Hilfe! Hilfe! Hörst du das auch? Ja. Vielleicht ist was passiert und wir können helfen. Ja, aber wo? Wo? Wo ist was passiert? Von hier kann es nicht kommen. Ha. Was kann denn da passiert sein? Ich weiß nicht, ich finde es raus. Das hört sich richtig unheimlich an. Na? Na? Hilfe! Hilfe! Was ist denn hier los? Oh. Guck mal, da ist ja Tante Amanda. Wieso hüpft sie so komisch? Guck mal, Bibi, wie lustig Tante Amanda tanzt. Mhm, tanzt also. Amanda, was hast du gemacht? Was ist hier passiert? Hallo, ihr zwei. Endlich ist jemand zum Spielen da. Ich will Spaß haben.
Ah, ich glaube, mir kommt da eine gute Idee. Sie benimmt sich wie ein Baby. Ob Tante Amanda krank ist? Hallihallo, Baby! Schau mal, was mir eingefallen ist. Ene Mene, ganz verzückt. Blumen wachsen wie verrückt. Okay. Ach, Feier. Was macht denn Tante Amanda da? Sie ist komisch. Aber mir gefallen die Blumen. Ja, sie ist tatsächlich komisch. Okay. Amanda, das ist nicht okay. Willst du vielleicht nach Hause gehen? Mit den Blumen sieht die Geisterbahn viel besser aus. Mann, oh Baby, mir ist langweilig. Und jetzt gehe ich zum Karussell. Da hetze ich alle Leute weg, damit ich ganz allein fahren kann. Bloß nicht! Okay. Kann ich Amanda nicht irgendwie zurückhexen? Das finde ich echt richtig gut. Ich nehme mir eine Masterclass. Schnell fahren, macht das Spaß. Ich würde sie gerne schlafen legen. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Nie im Leben fahre ich so etwas noch einmal. Okay, was hat sie gemacht? Warum laufen da die Leute raus? Sie hat doch irgendwas verhext. Das Hexengesicht aus der Geisterbahn hat mir zugezwinkert. Komm, wir gehen lieber. Weißt du, was ich glaube, Flowey Powy? Tante Amanda hat nicht nur Blumen gehext, sie hat die ganze Geisterbahn verhext. Mhm. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, dann geht mal da rein. Oje, oje, oje. Reingehen können wir nicht. In dem Minne. Klipp und klar zeigt, was auf dem Rummel war. Kann ich das nicht hier drauf zaubern, alles so wie vorher war? Anscheinend nicht. Oh je, achso. So kenne ich Tante Amanda gar nicht. Ja, wie kann ich denn das jetzt hier rückgängig machen? Was ist denn da los? Ah. Oder? Hä? Nein. Auch nicht? Hä? Was ist denn da los? Innenmine 0 und nichtig? Was war da? Geisterbahn fahren richtig. Innenmine immer bunter. Auf der Stelle bist du munter. Nee, was hat sie denn da gemacht? Das ist ja voll furchtbar hier. Ich kann hier gar nichts machen. Soll ich lieber woanders hingehen? Ah! Okay. Tante Amanda! Hör auf damit! Flowey Powy bekommt Angst! Darf man denn keinen Spaß mehr machen? Nein. Man darf nicht. Ene Mene, oh. Sprungschanzen. Blumen werden Schlingpflanzen. Hex, Hex. Bibi, fällt dir nichts ein? Tante Amanda verhext noch die ganze Kirmes. Ja, das macht Dann sie. Dann muss ich eben Tante Amanda verhexen. Mhm. Bitte, Bibi, beeile dich. Schnell. Wir müssen uns dringend was einfallen lassen. Ja, ja, ja. Ich habe schon den Spruch gefunden. Hier, warte, wir lassen sie einschlafen. Ach, warum geht das nicht? Ich will Amanda verhexen. Wieso geht das nicht? Ach, ich dachte, ich könnte sie so schlafend hexen. Ich dachte, es geht. Wisst ihr? Dass wir sie einfach hier schlafen legen. Die Frau. Es geht nicht.
Ich versuche, Tante Amanda schlafen zu lassen. Aha, okay, ich muss erst nochmal. Damit sie nicht noch mehr Unheil anrichtet. Ja. Ja, und bitte beeil dich. Wer weiß, was sie sonst noch anstellt. Gut. Ich beeile mich und schicke Amanda jetzt in den Schlaf. Endlich. Ene mene bank wie Bett, schlafe tief und träume nett. Hexe! Das war knapp. Aber mit Tante Amanda stimmt irgendwas nicht. Mhm. Uns wird schon was einfallen. Gott sei Aber Dank schläft sie jetzt. Aber jetzt müssen wir erst die Geisterbahn zurückhexen. Stimmt. Die Geisterbahn zurückhexen. Ey, und Gott sei Dank schläft Amanda.